So, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen zur vorletzten Stunde der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht. Ich würde Ihnen für nächste Woche noch Bescheid geben. Ich wollte ja mal eine Stunde zusätzlich machen. Vielleicht, ich muss eruieren, ob der Raum dann noch frei ist. Vielleicht können wir das einfach an die nächste Stunde dranhängen. Das würde ich Ihnen noch per E-Mail mitteilen, wo Sie Gelegenheit haben, zum Bilanzrecht noch ein paar Fragen zu stellen. Da konnte ich Sie ja dieses Mal nur auf die Videos verweisen. Und ich würde Ihnen noch per E-Mail dann mitteilen, wann wir das nächste Woche machen. Nächste Woche habe ich im Schuldrecht keine Vorlesung mehr. Das heißt, dann können wir entweder am Dienstag direkt im Anschluss oder vielleicht zu einem anderen Termin noch mal eine Stunde machen. Das muss also keine ganze Zeitstunde sein, dass Sie nochmal Gelegenheit haben, Fragen zu stellen zu der Vorlesung Bilanzrecht. Ja, ja die Vorlesung Unternehmenssteuerrecht. Wir sind bei der Besteuerung von Körperschaften, vor allen Dingen Kapitalgesellschaften. Wir sind also im Körperschaftssteuergesetz, eine Sonderregelung für juristische Personen. Allerdings auch nur eine besondere Form der Einkommensteuer. Die Vorschriften des KSDG treten also teils ergänzend, teils modifizierend zu den Vorschriften des ESDG hinzu. Und insofern ist auch die Körperschaftssteuer nichts anderes als eine besondere Form der Einkommensteuer, nur eben für juristische Personen. Wir haben schon kennengelernt den Paragraphen 8 Absatz 2 KSDG, der für insbesondere inländische Kapitalgesellschaften anordnet, dass unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit alle Einkünfte solche aus Gewerbebetrieb sind, mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht, insbesondere was die Gewinnermittlung anbelangt, die dann eben zwingend durch Betriebsvermögensvergleich zu erfolgen hat und grundsätzlich auf der Grundlage der Handelsbilanz, der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und darüber hinaus auch eine Gewerbesteuerpflichtkraftrechtsform bei den Körperschaften, bei den Kapitalgesellschaften. Und bei den Körperschaften ist noch wichtig, dass es keine Anrechnung der Gewerbesteuer nach Paragraph 35 gibt. Paragraph 35 nur anwendbar auf Einkommensteuersubjekte, mit der Folge, dass bei den Körperschaften wir also eine Kumulation der Körperschaftssteuer 15% und der Gewerbesteuer ja im Schnitt auch ungefähr 14, 15%, je nach dem kommunalen Hebesatz haben. Für die Gewinnermittlung bei den Körperschaften, jedenfalls bei den inländischen Kapitalgesellschaften, also der Betriebsvermögensvergleich, das heißt also, es muss das gesamte Betriebsvermögen der Körperschaft einbezogen werden in die Bilanz. Und da gilt genau das Gleiche, was wir schon kennengelernt haben für Einkommensteuersubjekte, die Gewinneinkünfte haben. Es wird also die Differenz gebildet zwischen dem Betriebsvermögen des betreffenden Wirtschaftsjahres im Vergleich zu dem des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres. Dieser Differenzbetrag ist der Ausgangspunkt für die Gewinnermittlung bei Körperschaften mit Gewinneinkünften. Und Maßgeblichkeitsgrundsatz, findet diese Gewinnermittlung im Grundsatz auf der Grundlage der handelsrechtlichen GOB, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, statt, jedenfalls bei Gewerbetreibenden, die gesetzlich buchführungspflichtig sind. Und das trifft auf alle Kapitalgesellschaften zu. Alle Kapitalgesellschaften sind ja Formkaufleute und dementsprechend Kraft Gesetzes auch buchführungspflichtig. Das heißt, wir haben hier immer eine Anwendbarkeit des Maßgeblichkeitsgrundsatzes. Auch bei den Körperschaften gilt, dass eine Bereinigung gewissermaßen dieses Unterschiedsbetrags stattfinden muss, um solche in den Differenzbetrag eingeflossenen Ereignisse, die nicht auf der Betätigung auf einem externen Markt beruhen, das heißt also Entnahmen und Einlagen. Die Entnahmen werden bei Körperschaften allerdings Gewinnausschüttungen genannt. Das ist gewissermaßen der körperschaftssteuerrechtliche Parallelbegriff zu den Entnahmen, Gewinnausschüttungen. Das heißt also, ein Teil des Gewinns der Körperschaft wird an die Gesellschafter ausgeschüttet. Das na darf nach § 8 Absatz 3 KSDG den Gewinn nicht mindern, sondern das ist eben eine Gewinnverwendung. In dem erzielten Gewinn ist ja bereits die
Leistungsfähigkeit der Körperschaft zum Ausdruck gekommen. Und dadurch, dass der Gewinn zur Ausschüttung an die Gesellschafter verwendet wird, wird diese Leistungsfähigkeit nicht gemindert. Dementsprechend also sagt Paragraph 8 Absatz 3 Satz 1 KStG, dass für die Ermittlung des Einkommens es ohne Bedeutung ist, ob das Einkommen verteilt wird. Also Gewinnausschüttungen wirken sich auf die Höhe des Einkommens, die Höhe des Gewinns nicht aus. Umgekehrt dürfen sich auch Einlagen, das heißt also Vermögensbewegungen aus dem nichtbetrieblichen in den betrieblichen Bereich, insbesondere aus der Gesellschaftersphäre in die Gesellschaftssphäre bei den Kapitalgesellschaften, nicht auf die Höhe des Einkommens des Gewinns auswirken. Da findet die allgemeine Vorschrift des Paragraphen 4 Absatz 1 Satz 1 Anwendung. Das heißt, Einlagen müssen also von diesem Unterschiedsbetrag in Abzug gebracht werden. Und für die inländischen Kapitalgesellschaften gilt aufgrund der Regelung des Paragraphen 8 Absatz 2 KStG, dass es hier nur ein Betriebsvermögen und kein Privatvermögen gibt. Bei den Kapitalgesellschaften, jedenfalls bei den inländischen, also ist nicht so sehr die Unterscheidung zwischen dem betrieblichen und dem außerbetrieblichen Bereich von Bedeutung, sondern die Unterscheidung zwischen dem Gesellschaftsbereich und dem Gesellschafterbereich. Und das eben auch bei den Gewinnausschüttungen und auch bei den sogenannten verdeckten Gewinnausschüttungen, die wir uns an späterer Stelle noch genauer anschauen wollen. Also Vermögensverschiebungen, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, die dürfen sich nicht auf die Höhe des Gewinns auswirken, weil sie eben nicht das Ergebnis einer Betätigung auf dem externen Markt sind, damit also nicht Ausdruck der steuerlichen Leistungsfähigkeit sind, sondern eben auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen. Das trifft auf Einlagen zu, die die Gesellschafter leisten. Das führt dann eben zu entsprechenden Erhöhungen, Vermögenserhöhungen bei der Gesellschaft, aber das beruht eben nicht auf der Betätigung auf einem externen Markt, sondern darauf, dass der Gesellschaft eben entweder eine offene oder eine verdeckte Einlage an die Gesellschaft geleistet hat aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses. Bei der offenen Einlage, weil er eben nach dem Gesellschaftsvertrag, nach der Satzung dazu verpflichtet ist. Daneben gibt es auch verdeckte Einlagen. Da haben wir also bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis. Das bedeutet also, ein gesellschaftsfremder Dritter hätte der Gesellschaft das Vermögen nicht zugeführt. Und bei den Gewinnausschüttungen ist es der entgegengesetzte Vorgang, dass also aus dem Gesellschaftsvermögen etwas in das Gesellschaftervermögen geleistet wird. Auch das ändert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht. Und das gilt sowohl für offene Gewinnausschüttungen, die auf einem Gewinnverwendungsbeschluss der Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung beruhen. Aber das gilt in gleicher Weise auch für verdeckte Gewinnausschüttungen, die also nur bei wirtschaftlicher Betrachtung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, weil eben ein gesellschaftsfremder Dritte oder einem gesellschaftsfremden Dritten eine solche Zuwendung nicht gemacht worden wäre. Bei den Körperschaften sind solche Bewegungen zwischen Gesellschaftersphäre und Gesellschaftssphäre immer ein rechtsgeschäftlicher Vorgang, weil wir ja unterschiedliche Rechtssubjekte haben, die Körperschaft als juristische Person und den Gesellschafter, der entweder natürliche oder ebenfalls juristische Person ist. Gewinnausschüttungen, ja, der einkommensteuerrechtliche Begriff wäre der der Entnahmen. Das sind Vermögensminderungen, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind. Und da gibt es zum einen die offenen Gewinnausschüttungen, die beruhen auf einem entsprechenden Gewinnverwendungsbeschluss des zuständigen Gesellschaftsorgans. Regelmäßig ist das die Gesellschafterversammlung oder eben die Hauptversammlung bei den Aktiengesellschaften. Und damit wird letztendlich erfüllt der Anspruch des einzelnen Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft auf Beteiligung an dem Bilanzgewinn. Bei den Kapitalgesellschaften ist das wichtigste Vermögensrecht das Recht auf Gewinnbeteiligung, Beteiligung an dem Bilanzgewinn. Und durch eine offene Gewinnausschüttung wird genau dieses Recht, dieser Anspruch erfüllt. Und dies eben auf der Grundlage eines entsprechenden Gewinnverwendungsbeschlusses. Und insofern hat man es hier bei den offenen Gewinnausschüttungen, bei den Dividendenzahlungen, mit einem Vorgang zu tun, der formell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Ja, und Paragraph 8 Absatz 3 Satz 1 sagt, dass es für die Ermittlung des Einkommens ohne Bedeutung ist, ob das Einkommen verteilt wird. Das heißt also, offene Gewinnausschüttungen wirken sich auf die Höhe des Einkommens nicht aus, mindern also die Höhe des Einkommens nicht.
Das gilt aber nicht nur für offene Gewinnausschüttungen, sondern das gilt in gleicher Weise für verdeckte Gewinnausschüttungen. Auch hier wieder die wirtschaftliche Betrachtung. Man bleibt also nicht bei der rein formaljuristischen Bewertung stehen, sondern schaut sich den Vorgang immer wirtschaftlich an. Und wenn wir einen Vorgang haben, der zwar nach außen von seinen zivilrechtlichen Formalien her keine Gewinnausschüttung ist, sondern zum Beispiel ein Austauschvertrag, der aber in der Sache, wenn man gewissermaßen auf den wirtschaftlichen Hintergrund schaut, einer Gewinnausschüttung gleichkommt, also materiell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, zwar nicht formell, aber materiell, dann haben wir es ebenfalls mit einer dann eben verdeckten Gewinnausschüttung zu tun. Und auch hier darf sich eben keine Auswirkung auf die Höhe des Einkommens ergeben. Paragraph 8 Absatz 3 Satz 2. Auch verdeckte Gewinnausschüttungen mindern das Einkommen nicht, heißt es hier. Das ist letztendlich Ausdruck der wirtschaftlichen Betrachtung. Ja, und wann können wir eine solche Veranlassung, eine materielle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis annehmen? Also erstens, verdeckte Gewinnausschüttung haben wir nur dort, wo wir keine offene haben. Ja, das muss man also immer als erstes prüfen, ob das eine offene ist. Wenn nein, dann kann es eine verdeckte Gewinnausschüttung sein, also eine materielle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis. Und da steht im Mittelpunkt der sogenannte Fremdvergleich. Das heißt, man muss immer die Überlegung anstellen, hätte die Gesellschaft einem gesellschaftsfremden Dritten ebenfalls eine solche Zuwendung gemacht? Wenn man das verneinen muss, dann hat man eine verdeckte Gewinnausschüttung, dann hat man eine Veranlassung, eine materielle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis, mit der Folge, dass die betreffende Vermögensminderung bei der Gesellschaft außerbilanziell wieder hinzuzurechnen ist. Ja, also handelsbilanzrechtlich hat man insoweit Aufwand, aber für steuerrechtliche Zwecke findet dann nach 8 Absatz 3 Satz 2 Alternative 1 eine außerbilanzielle Hinzurechnung des betreffenden Betrages statt. Zum Beispiel, die Gesellschaft schließt mit einem ihrer Gesellschafter einen Vertrag über den Erwerb einer Maschine. Diese Maschine hat einen tatsächlichen Verkehrswert von 5.000 Euro, aber die Gesellschaft verpflichtet sich und zahlt auch zur Zahlung von 10.000 Euro. Dann haben wir formell einen Austauschvertrag, das heißt also keine offene Gewinnausschüttung. Aber wenn man gewissermaßen bei wirtschaftlicher Betrachtung hinter die Kulissen schaut, dann muss man feststellen, einem gesellschaftsfremden Dritten wäre hier kein Kaufpreis von 10.000, sondern nur von 5.000 gezahlt worden. Das heißt, in Höhe des zu viel gezahlten Betrages haben wir eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis. Und das würde für einen solchen Vorgang bedeuten, dass der Betrag von 5.000 Euro als verdeckte Gewinnausschüttung außerbilanziell wieder hinzuzurechnen ist und dann eben mit versteuert wird als Teil des Einkommens, also der Körperschaftssteuer unterliegt. Ja, spiegelbildlich gilt all das auch für den umgekehrten Fall der Einlagen, das heißt der Vermögenszuführung, der Vermögensmehrung aus dem Gesellschafter in den Gesellschaftsbereich. Und auch hier unterscheidet man zwischen der offenen Einlage. Das sind vor allen Dingen die Einlagen, zu deren Leistung sich die Gesellschafter in der Satzung, im Gesellschaftsvertrag verpflichtet haben. Die sind also formell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Und da gilt dann eben die allgemeine Vorschrift des Paragraphen 4 über die Verweisung in Paragraph 8 Absatz 1 Satz 1. Einlagen erhöhen den Gewinn nicht, sind also außerbilanziell in Abzug zu bringen. Das gilt für offene Einlagen und das gilt aber in gleicher Weise auch für verdeckte Einlagen. Das heißt also Vorgänge, die zwar formell nach ihrer formal-zivilrechtlichen Ausgestaltung keine Einlageleistung sind, die aber in der Sache materiell, also als durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst anzusehen sind. Und auch hier ist entscheidend wieder der Fremdvergleich. Die Frage also, hätte ein gesellschaftsfremder Dritter der Gesellschaft eine solche Zuwendung gemacht? Und auch hier kann man als Beispiel nehmen, einen Kaufvertrag. Wieder kauft die Gesellschaft von ihrem Gesellschafter eine Maschine. Diesmal ist aber die Maschine 10.000 Euro wert und der Gesellschafter verkauft sie für nur 5.000 Euro. Ja, wir haben dann also formell einen Austauschvertrag, keine Einlageleistung, aber materiell muss man sagen, ein gesellschaftsfremder Dritter hätte eine Maschine im Wert von 10.000 nicht für 5.000 an die Gesellschaft veräußert, sondern für entsprechend dem Wert 10.000. Das heißt also, in Höhe des Differenzbetrages haben wir eine materielle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis, eine verdeckte Einlageleistung und die ist dann außerbilanziell von dem Unterschiedsbetrag in Abzug zu bringen. Bei dem Gesellschafter werden solche verdeckten Einlageleistungen auf dem sogenannten steuerlichen Einlagekonto erfasst. Und damit hat es eben die Bewandtnis, dass
Solange dieses steuerliche Einlagekonto gedeckt ist, bei Rückführungen an den Gesellschafter, das auf der Ebene des Gesellschafters ein erfolgsneutraler Vorgang ist. Das ist dann eine bloße Einlagerückzahlung und das ist ein erfolgsneutraler Vorgang beim Gesellschafter. Paragraph 27, die unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft hat die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen am Schluss jedes Wirtschaftsjahres auf einem besonderen Konto, steuerliches Einlagekonto, auszuweisen. Und wenn man dann in Paragraph 20 ESTG hineinschaut, ja, wir haben also dann in der Folgezeit eine Ausschüttung der Gesellschaft an den Gesellschafter. Und wenn diese Ausschüttung aber durch das Steuer, also das wäre, würde ja eigentlich zu Dividenden Bezügen führen, Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 1. Und dann, wenn der Gesellschafter eine natürliche Person ist, die Beteiligung im Privatvermögen hält, zu einer Besteuerung mit der 25-prozentigen Abgeltungssteuer führen. Aber Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 sagt, die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des 27 des Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gelten. Also solange diese Ausschüttung an den Gesellschafter durch das steuerliche Einlagekonto gedeckt ist, handelt es sich nicht um eine steuerpflichtige Einkunft im Sinne des Paragraphen 20 Absatz 1 Nummer 1, also um eine Dividendeneinkunft. Das also die Bewandtnis mit diesem steuerlichen Einlagekonto. Damit soll sichergestellt werden, dass das, was steuerlich eben als Eigenkapital behandelt wird, auf der Ebene der Gesellschaft, weil es eben den Gewinn der Gesellschaft nicht erhöht, das soll dann eben auch auf der Ebene des Gesellschafters als Eigenkapital behandelt werden. Und die Rückführung von Eigenkapital, die Rückzahlung der Einlagen, ist eben beim Gesellschafter ein neutraler Vorgang. Und das wird eben durch dieses steuerliche Einlagekonto in Verbindung eben mit dem 20.1 Satz Nummer 1 Satz 3 gewährleistet. Ja, auf der Ebene des Gesellschafters, es gilt zwar das Trennungsprinzip, aber die verdeckten Gewinnausschüttungen und verdeckten Einlagen werden auch im Grundsatz beim Gesellschafter eben als Einlageleistung beziehungsweise eben als Dividendenbezug als Gewinnausschüttung behandelt. Das bedeutet, dass die Einlageleistung keine Betriebsausgabe beim Gesellschafter darstellt, sondern es ist eben auch die Leistung der Einlage ein erfolgsneutraler Vorgang. Und bei der Gewinnausschüttung, da landen wir eben dann in der privilegierten Dividendenbesteuerung, Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 1. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören zunächst einmal die Gewinnanteile, Dividenden, also die offenen Gewinnausschüttungen, aber nach Satz 2 eben auch verdeckte Gewinnausschüttungen gehören dazu. Das heißt also auch verdeckte Gewinnausschüttungen werden auf der Ebene des Gesellschafters wie eine Dividendenzahlung behandelt und unterliegen dementsprechend nicht dem allgemeinen Einkommensteuerregime, sondern den privilegierten Regeln für Dividendenbesteuerung. Das heißt also, wenn die Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird, die Kapitalertragsteuer und bei Beteiligung im Betriebsvermögen, dann wären wir eben bei beim Teileinkünfteverfahren. Das setzt sich also auf der Gesellschafterebene fort, sogenannte materielle Korrespondenz. Und der 32a KStG stellt darüber hinaus auch noch eine formelle Korrespondenz sicher. Das ist also eine eigentlich verfahrensrechtliche Vorschrift, die eher in die Abgabenordnung gehören würde, die der Gesetzgeber aber hier in das KStG hineingenommen hat. 32a sagt, soweit gegenüber einer Körperschaft ein Steuerbescheid hinsichtlich der Berücksichtigung einer verdeckten Gewinnausschüttung erlassen, aufgehoben oder geändert wird, kann ein Steuerbescheid und so weiter auch gegenüber dem Gesellschafter, dem die verdeckte Gewinnausschüttung zuzurechnen ist, und so weiter aufgehoben und so weiter werden. Ja, das bedeutet also oftmals bei einer Betriebsprüfung stellt sich heraus, dass etwas, was die Gesellschaft als Betriebsausgabe berücksichtigt hat, in Wahrheit eine verdeckte Gewinnausschüttung war und die darf eben den Gewinn des Einkommens nicht mindern. Das heißt, die muss dann außerbilanziell hinzugerechnet werden, ja, wie das also für Eigenkapital eben
typisch ist. Ja, die Leistung von Vergütungen auf Eigenkapital führen eben gerade nicht zu Betriebsausgaben, mindern den Gewinn also nicht, weil es eben eine Gewinnverwendung ist. Und das muss sich dann aber auch widerspiegeln auf der Ebene des Gesellschafters. Und deswegen eröffnet der 32a für diese Konstellation die Möglichkeit, danach den Steuerbescheid gegenüber dem Gesellschafter zu ändern. Und bei ihm führt dann dieser Vorgang zu Dividendeneinkünften. Das heißt also, insoweit haben wir, wie gesagt, das Eingreifen dieses besonderen Besteuerungsregimes für Dividenden. Und es gilt eben nicht der persönliche Steuersatz, sondern eben der Abgeltungssteuersatz, beziehungsweise wir haben halt das Teileinkünfteverfahren und verfahrensrechtlich wird diese Folgeänderung durch den 32a ermöglicht und spiegelbildlich 32a Absatz 2 auch für verdeckte Einlagen. Ja, was die Gewinnermittlung bei den Kapitalgesellschaften, bei den Körperschaften anbelangt, da gelten die Regeln der Paragraphen 4 folgende für Gewinneinkünfte. Das heißt also, im Grundsatz sind Zinsen als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn die Gesellschaft zum Beispiel für betriebliche Zwecke ein Darlehen aufgenommen hat und darauf Zinsen zahlt, sind diese Zinsen im Grundsatz Betriebseinnahmen. Aber es kann die Zinsschranke eingreifen. Über den Paragraphen 8 Absatz 1 Satz 1 KStG ist die Zinsschranke auch auf Körperschaftssteuersubjekte anwendbar. Eine rechtsformneutrale Vorschrift. Das heißt also, soweit die Zinsschranke eingreift, können die Zinsen dann doch nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden. Es sei denn, ja, also bis zur Höhe des Zinsvertrags unbeschränkt und dann eben nur bis zur Höhe des sogenannten verrechenbaren EBITDA, das haben wir schon besprochen, kann ein Abzug erfolgen und darüber hinausgehend eben nicht. Es sei denn, es greift eine Befreiung von der Zinsschranke ein. Diese Befreiungstatbestände gelten eben auch für Körperschaften, insbesondere die Freigrenze. Wenn also der sogenannte Schuldzinsüberhang, das heißt der Betrag, um den die Zinsaufwendungen, die Zinserträge übersteigen, weniger als 3 Millionen Euro beträgt, dann ist die Gesellschaft von der Zinsschranke befreit. Darüber hinaus auch dann eine Befreiung, wenn wir es mit einer nicht konzernangehörigen Gesellschaft zu tun haben. Und selbst bei einer konzernangehörigen Gesellschaft kann eine Befreiung von der Zinsschranke erfolgen durch die sogenannte Escape-Klausel, wenn ein günstiger Eigenkapitalvergleich gelingt. Das heißt also, die Eigenkapitalquote bei der betreffenden Gesellschaft ist plus minus 2%, ungefähr gleich hoch wie innerhalb des gesamten Konzerns. Das ist im Grundsatz auf der Grundlage der IFRS zu ermitteln. In diesen Fällen haben wir also auch bei Körperschaften eine Befreiung von der Zinsschranke. Aber dann haben wir eine Rückausnahme speziell für Körperschaften und das ist in Paragraph 8a KStG geregelt. Die sogenannte schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung. Das sind also Rückausnahmen von den Befreiungstatbeständen für die Zinsschranke. Paragraph 8a Absatz 2 ist weggefallen, sehe ich gerade. Das hat man aufgehoben. Gut, umso besser. Ja, dann greift also diese Ausnahmeregelung nicht mehr ein. Aber Paragraph 8a Absatz 3, das betrifft dann eben die Escape-Klausel. Also das muss ich dann noch korrigieren. Das ist offenbar eine ganz neue Regelung, dass man den 8a Absatz 2 abgeschafft hat. Und Paragraph 8a Absatz 3 sagt, diese Escape-Klausel, das heißt also günstiger Eigenkapitalvergleich, ist nur anzuwenden, wenn die Vergütungen für Fremdkapital der Körperschaft oder eines anderen demselben Konzern zugehörenden Rechtsträgers an zumindest einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Kapital beteiligte Gesellschafter, einer konzernzugehörigen Gesellschaft, diesem nahestehende Person oder rückgriffsberechtigte Dritte und so weiter, insgesamt nicht mehr als 10% der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen des Rechtsträgers betragen und die Körperschaft dies nachweist. Das heißt also für Körperschaften, für konzernzugehörige Körperschaften, haben wir also einen erhöhten oder höhere Hürden, um
die von der Zinsschranke befreit zu werden. Also allein dieser günstige Eigenkapitalvergleich reicht nicht aus, sondern darüber hinaus muss die Gesellschaft noch nachweisen, dass die Zahlungen an wesentlich beteiligte Gesellschafter, nahestehende Personen, sogenannte rückgriffsberechtigte Dritte, nicht mehr als 10% des Schuldzinsüberhangs betragen. Ja, dieser Nachweis muss zusätzlich geführt werden, weil der Gesetzgeber hier für diese Fälle der wesentlich beteiligten Gesellschafter eben wiederum einen Missbrauch vermutet, wenn also nahestehende Gesellschafter in diesem schädlichen Umfang die Gesellschaft mit Fremdkapital finanzieren, dann geht der Gesetzgeber eben von einer übermäßigen Fremdkapitalfinanzierung aus, selbst wenn im Einzelfall der günstige Eigenkapitalvergleich gelingt. Ja, und das ist eine, wenn man so will, überschießende Missbrauchsvorschrift. Wir haben in diesen Fällen oftmals gar keinen Missbrauch, der wird aber ohne Widerlegungsmöglichkeit vermutet. Insofern also eine unverhältnismäßige und damit auch verfassungswidrige Vorschrift. Eine Parallelvorschrift gab es früher auch in Gestalt des 8a Absatz 2, der jetzt aber aufgehoben ist, für die Standalone-Klausel. Das hat man also aufgehoben. Da hat man also offenbar Einsicht gehabt und gesagt, das ist hier in dieser Konstellation unverhältnismäßig, wenn wir diesen Nachweis von nicht konzernzugehörigen Gesellschaftern verlangen, aber für konzernzugehörige Gesellschafter wird zusätzlich zum günstigen Eigenkapitalvergleich eben dieser Nachweis verlangt, dass nicht in schädlichem Umfang eine Gesellschafterfremdfinanzierung durch wesentlich beteiligte Gesellschafter vorliegt. Ja, auch der 6b findet über den 8 Absatz 1 Satz 1 auf Körperschaften Anwendung. Das heißt, die Möglichkeit, stille Reserven auf Ersatzwirtschaftsgüter zu übertragen, insbesondere bei Grundstücken und Gebäuden, beziehungsweise eine den Gewinn mindernde Rücklage zu bilden. Das heißt also, die Aufdeckung stiller Reserven auf 5 Jahre zu oder die Besteuerung aufgedeckter stiller Reserven auf 5 Jahre zu verteilen. Diese Möglichkeit gibt es auch für Körperschaften, wiederum über den 8 Absatz 1 Satz 1. Und im Grundsatz können auch die Körperschaften von der Möglichkeit der periodenübergreifenden Verlustverrechnung Gebrauch machen. Auch der 10d ESTG mit dem Verlustrücktrag, Verlustvortrag ist über den Paragraphen 8 Absatz 1 Satz 1 im Grundsatz anwendbar. Aber bei den Körperschaften haben wir eine Beschränkung in Gestalt des Ab C KSTG. Bei Körperschaften wird also in bestimmten Fällen diese Möglichkeit des periodenübergreifenden Verlustverrechnung, Verlustrücktrag, Verlustvortrag beschränkt. Paragraph 8c. Werden innerhalb von 5 Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 50% des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte in einer Körperschaft an einen Erwerber oder diesem nahestehende Personen übertragen oder liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor, sogenannter schädlicher Beteiligungserwerb, sind bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichene oder abgezogene negative Einkünfte, nicht genutzte Verluste, vollständig nicht mehr abziehbar. Ein Verlustabzugsverbot, wenn es also innerhalb dieser 5 Jahresfrist zu einem Anteilseignerwechsel kommt, mehr als 50%. Ja, was hat es damit auf sich? Damit wendet sich der Gesetzgeber gegen Mantelkäufe. Also die Konstellation, die der Gesetzgeber hier im Blick hat, ist, dass jemand einen sogenannten GmbH-Mantel erwirbt. Das heißt, es schwirrt da überall irgendwo eine GmbH rum, die kein operatives Geschäft mehr hat, aber die gibt es eben als juristische Person nach wie vor. Und in dieser GmbH sind sozusagen Verluste gespeichert. Ja, die GmbH hat also, als sie noch ein operatives Geschäft hatte, Verluste angesammelt und die könnte sie jetzt eigentlich nach 10d, periodenübergreifend im Wege des Verlustrücktrags, Verlustvortrags verrechnen. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, sein Unternehmen in eine solche GmbH, in einen solchen leeren GmbH-Mantel einzubringen und auf diesem Wege, ja, das an sich gewinnbringende Unternehmen oder die Gewinne aus diesem Unternehmen eben mit diesen in der GmbH gespeicherten Verlusten zu verrechnen. Das möchte der Gesetzgeber verhindern, also eine missbräuchliche Gestaltung verhindern. Nur der Gesetzgeber ist ja auch wieder sehr pauschal unterwegs und er sagt, einen solchen Missbrauch vermutet er schon dann, wenn eben innerhalb von 5 Jahren mehr als 50% der Beteiligung übertragen
werden an der Gesellschaft. Das wertet der Gesetzgeber pauschalierend als missbräuchlich. Und in einer solchen Konstellation unterstellt der Gesetzgeber gewissermaßen einen Mantelkauf, ja, und dementsprechend eine missbräuchliche Nutzung der im GmbH-Mantel gespeicherten Verluste. Das ist zu pauschal. Der Gesetzgeber hat es dann auch ein bisschen entschärft. Es gibt eine Konzernklausel und es gibt noch weitere Ausnahmetatbestände. Das hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht abschließend entschieden, ob das ausreichend ist, um diese Norm verfassungskonform zu machen. Das ist also der Restbestand der Norm. Früher war sogar vorgesehen, dass das schon anteilig, das heißt ein anteiliges Verlust, Ausgleichsverlustabzugsverbot eingreifen sollte, wenn innerhalb dieser 5 Jahresfrist mehr als 25% der Anteile übertragen werden. Da sollte also ein anteiliges Verlustabzugsverbot eingreifen. Dazu hat aber das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist unverhältnismäßig, das ist verfassungswidrig, weil eben allein der Umstand, dass mehr als 25% der Anteile übertragen werden, noch nicht bedeutet, dass wir es hier mit einer missbräuchlichen Gestaltung zu tun haben, die nur dazu dient, im GmbH-Mantel gespeicherte Verluste zu verrechnen. Das hat also das Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen Artikel 3.1 Grundgesetz als verfassungswidrig eingeordnet. Und Gegenstand der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war eben nur diese 25%-Regelung, nicht die 50%-Regelung. Diese hat das Finanzgericht Hamburg, inzwischen auch dem Bundesverfassungsgericht, inzwischen, ja, also schon 2017, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, durch eine Richtervorlage nach Artikel 100 Grundgesetz. Darüber hat das Bundesverfassungsgericht bislang nicht entschieden. Das heißt also, es ist unklar, ob auch diese verbleibende Regelung des 8c mit dieser 50%-Regelung verfassungskonform ist oder nicht, meines Erachtens nicht und auch nicht unter Berücksichtigung der Ausnahmetatbestände, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Einmal gibt es diese Konzernklausel, Anteilsübertragungen innerhalb eines Konzerns, Paragraph 8c Absatz 1 Satz 4. Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn an dem übertragenden Rechtsträger der Erwerber zu 100% mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und der Erwerber eine natürliche oder juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft ist oder an dem Veräußerer zu 100% beteiligt ist. Das heißt also in kurzen Worten, konzerninterne Umstrukturierungen, wenn es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft bei der betreffenden Kapitalgesellschaft handelt, gelten nicht als schädlicher Beteiligungserwerb. Damit will man also kein steuerliches Hindernis für konzerninterne Umstrukturierungen schaffen. Das ist hier der Gedanke. Und dann haben wir noch die Regelung des 8c Absatz 1 Sätze 5 bis 8. Dort heißt es, ein nicht abziehbarer, nicht genutzter Verlust kann abweichend von Satz 1 doch abgezogen werden, soweit er die gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandenen im Inland steuerpflichtigen stillen Reserven des Betriebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt. Ja? Das betrifft die Konstellation, dass es in diesem GmbH-Mantel nicht nur ja, nicht genutzte Verluste, sondern auch stille Reserven gibt. Und bis zur Höhe der stillen Reserven können diese Verluste dann doch genutzt werden. Ja? Da sieht der Gesetzgeber also keine Beeinträchtigung des Besteuerungsanspruches. In diesen Fällen also eine Ausnahme von dieser Verlustverrechnungsbeschränkung. Und dann auch die sogenannte Sanierungsklausel, Paragraph 8c Absatz 1a. Für die Anwendung des Absatzes 1 ist ein Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung des Geschäftsbetriebs der Körperschaft unbeachtlich. Und dann wird noch gesagt, was ist eine Sanierung, die sogenannte Sanierungsklausel. Was Ähnliches haben wir in 3a, ja, in Gestalt der Steuerbefreiung des Sanierungsertrags. Und auch hier werden Verluste, wird also im Fall, dass der Beteiligungserwerb der Sanierung geht, dürfen die Verluste doch verrechnet werden. Dazu muss aber eben nachgewiesen werden, dass eine solche Sanierung gegeben ist und dieser Beteiligungserwerb eben Sanierungszwecken dient. Da es umstritten ist, das unionsrechtskonform, die Europäische Kommission hat in Paragraph 8c Absatz 1a zunächst eine verbotene Beihilfe gesehen. Ja, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, dass unter einer Beihilfe im Sinne des Artikels 107a EUV durchaus auch steuerliche Vergünstigungen zu verstehen sind. Und der
Die EU-Kommission hat tatsächlich in dieser Sanierungsklausel eine verbotene Beihilfe gesehen. Der EuGH hat aber die entsprechende Entscheidung der EU-Kommission aufgehoben. Aber nicht deswegen, weil der EuGH gesagt hätte, wir haben es hier nicht mit einer selektiven Bevorteilung zu tun. Das ist gar nicht entschieden worden, sondern der EuGH hat beanstandet, dass die Kommission in ihrer Entscheidung die falsche Referenznorm herangezogen hat. Die Kommission hat nämlich gesagt, ja, der Grundsatz ist die Regelung des 8c Absatz 1, dass nämlich ein Verlustabzugsverbot gilt in den Fällen des 8c. Und die Ausnahme ist sozusagen der 8c Absatz 1a, dass also für zu sanieren oder bei Anteilsübertragungen zu Sanierungszwecken doch nicht dieses Verlustabzugsverbot eingreift. Und der EuGH hat gesagt, nein, also um festzustellen, ob eine steuerliche Begünstigung vorliegt, muss man immer schauen, was ist die Referenznorm. Ja, was ist also der Grundsatz und was ist die Ausnahme? Und wenn eben ein Unternehmen eine Ausnahme von der Grundregel gewährt wird, dann kann das eben eine selektive Bevorzugung, kann das eine verbotene Beihilfe sein. Und die EU-Kommission hat gesagt, Referenznorm ist der 8c Absatz 1, also Verlustabzugsverbot, und Ausnahme ist eben 8c Absatz 1a, kein Verlustabzugsverbot. Und darin hat die Kommission eben diese verbotene Beihilfe, also diese Begünstigung gesehen. Der EuGH hat aber gesagt, nein, die Referenznorm, der Grundsatz ist der 10d ESTG. Das heißt, es dürfen Verluste, ja, periodenübergreifend verrechnet werden. Das ist die Referenznorm. Und diesen Grundsatz stellt der 8c Absatz 1a, die Sanierungsklausel, wieder her. Und damit ist es keine selektive Begünstigung. Also ist keine Begünstigung. Ob das selektiv ist oder nicht, das hat der EuGH gar nicht entschieden. Jedenfalls hat der EuGH diese Entscheidung der EU-Kommission eben wegen der falschen Referenznorm wieder aufgehoben. Das war also der Hintergrund, sodass also 8c Absatz 1a jetzt erst einmal anwendbar ist, in Sanierungsfällen also kein Eingreifen des Verlustverrechnungsverbots. Und dann hat der Gesetzgeber noch eingeführt, nachträglich ab VZ 2016, den 8d, der gewisse Fälle wieder aus dem 8c sozusagen herausfiltert, Fälle, die der Gesetzgeber als nicht missbräuchlich ansieht. Paragraph 8c ist nach einem schädlichen Beteiligungserwerb auf Antrag doch nicht anzuwenden, wenn die Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der dem Veranlagungszeitraum nach Satz 5 vorausgeht, ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb unterhält und in diesem Zeitraum bis zum Schluss des Veranlagungszeitraums kein Ereignis im Sinne von Absatz 2 stattgefunden hat. Ja, hier geht es also um Konstellationen, in denen die betreffende Gesellschaft doch ein operatives Geschäft führt, also kein leerer Mantel ist, sondern ein operatives Geschäft führt, ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb führt und dementsprechend eine Ausnahme von dieser Befreiung dann, wenn der Geschäftsbetrieb ruhend gestellt wird, ja, das ist 8d Absatz 2, oder einer anderen Zweckbestimmung zugeführt wird oder ein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen wird oder sich an einer Mitunternehmerschaft beteiligt wird. Das sind also Fälle, in denen man gewissermaßen von einer Aufgabe des ursprünglichen Geschäftsbetriebes ausgeht, dass also die Ausnahmeregelung mit bestimmten weiteren Voraussetzungen, da stellt sich die Frage, ist das ausreichend, um diesen überschießenden Charakter des 8c Absatz 1 dann doch abzumildern? Ich meine nein, weil der 8d zu eng gefasst ist. Die Voraussetzungen sind sehr hoch und es müsste im Prinzip genau umgekehrt sein. Für den 8d muss eben der Steuerpflichtige nachweisen, dass ein Unternehmen gewissermaßen unverändert fortgeführt wird, dass wir es also nicht mit dem Erwerb eines leeren Mantels zu tun haben. Und eigentlich müsste die Beweislast genau umgekehrt sein. Es muss ja der Staat nachweisen, dass eine missbräuchliche Gestaltung vorliegt. Und insofern wird das hier ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und abgesehen davon ist der 8d auch zu eng. Da werden eben nicht alle nicht missbräuchlichen Fälle herausgefiltert. Dementsprechend meine ich, das reicht nicht, um den überschießenden Charakter von 8c Absatz 1 zu beseitigen. Ja, ein 8c Absatz 1 wird auch beanstandet in dann eher steuersystematischer Hinsicht, dass man hier ja gewissermaßen eine Abkehr vom Prinzip der Subjektbesteuerung hat. Ja, also das Besteuerungssubjekt ist ja die Körperschaft und die Körperschaft bleibt ja gleich in den Fällen des 8c. Die ändert sich nicht. Ja, das bleibt die gleiche Rechtspersönlichkeit. Es ändert sich nur die Zusammensetzung der Anteilseigner, weil eben es zu einer Übertragung von 50%
oder also mehr als 50% der Anteile kommt. Ja, die Zusammensetzung der Anteilseigner ändert sich, aber das ist etwas, was auf der Gesellschafterebene, der Anteilseignerebene stattfindet und etwas, was aufgrund des Trennungsprinzips eigentlich gar nicht berücksichtigt werden darf. Ja, das wird eben auch kritisiert. Und wie gesagt, es ist eine Norm, die viel zu weit geht, auch wenn man diesen Ausnahmetatbestand des 8d berücksichtigt, die auch völlig unproblematische Gestaltungen erfasst und abgesehen davon alles viel zu komplex. Möglicherweise auch Verletzung des Bestimmtheitsgrundsatzes. Also insgesamt meines Erachtens auch die verbleibende Norm des 8c mit dieser 50%-Regelung verfassungswidrig und diese Verfassungswidrigkeit wird auch durch diese verschiedenen Ausnahmetatbestände nicht geheilt. Ja, das also zum 8c, eine sehr umstrittene Vorschrift. Mal schauen, was das Bundesverfassungsgericht dann dereinst zur verbliebenen Regelung des 8c sagt. Ja, dann gibt es bei Körperschaften auch einige subjektive und partielle Steuerbefreiungen, die in Paragraph 5 KStG geregelt sind. Von der Körperschaftssteuer sind befreit, zum Beispiel verschiedene Körperschaften des öffentlichen Rechts, etwa das Bundeseisenbahnvermögen, die Deutsche Bundesbank, rechtsfähige Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen und so weiter, die sind von der Körperschaftssteuer befreit. Und dann noch eine in der Praxis sehr wichtige Regelung, das ist Paragraph 5 Nummer 9. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Also gemeinnützige Körperschaften sind ebenfalls von der Körperschaftssteuer befreit. Ja, das ist ja die eine Komponente der Steuervergünstigungen für gemeinnützige Organisationen, Befreiung von der Körperschaftssteuer und die andere Komponente. Ist noch mal was? An welcher Stelle haben wir noch eine Vergünstigung bei gemeinnützigen Organisationen? Einmal auf der Ebene der Körperschaft, die ist von der Körperschaftssteuer befreit, Paragraph 5 Nummer Absatz 1 Nummer 9. Und was ist die andere Komponente? Ja, die darauf hinaus sollen, aber dass dann sozusagen gepfändet wird oder so, dass sowas abgezogen werden kann. genau, nämlich als was? Ja. Genau, nur Sonderausgabenabzug, Paragraphen 10 folgende. Also Spenden und Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Körperschaften sind als Sonderausgaben abzugsfähig bis zu einer bestimmten Grenze. Das also die zweite Komponente sozusagen des Gemeinnützigkeitsrechts. Ja, dann haben wir noch eine ganz wichtige, in der Praxis ganz wichtige Steuerbefreiung in Paragraph 8b. Da geht es um, ja, das ist das sogenannte Schachtelprivileg. Also Körperschaftssteuersubjekte sind an anderen Körperschaftssteuersubjekten beteiligt. Da haben wir zum einen eine Steuerbefreiung bezüglich der laufenden Dividenden und darüber hinaus aber auch eine Steuerbefreiung hinsichtlich des Veräußerungsgewinns. Paragraph 8b Absatz 1. Bezüge im Sinne des 20 Absatz 1 Nummer 1 insbesondere, also Dividendenbezüge, bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, werden also steuerfrei gestellt. Dann muss man aber den Absatz 5 hinzunehmen. Von den Bezügen im Sinne des Absatzes 1, die bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz bleiben, gelten 5% als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben. Das heißt also, im Ergebnis werden 95% der Dividendenbezüge steuerfrei gestellt. Zwar in der Konstellation, dass eine Körperschaft an der anderen Körperschaft beteiligt ist und Dividendenbezüge erhält, das heißt, diese Körperschaft an die an ihr beteiligte Körperschaft Gewinnausschüttungen vornimmt, dann ist 95% dieses Gewinns steuerfrei gestellt. Warum? Was könnte das für einen Grund haben? Ja. Also erstmal die andere Körperschaft hier überlagert worden ist und dann der in der Aussage besteuert werden kann, vollständig, beziehungsweise Genau, ne? Wir hätten dann eigentlich auf jeder Stufe von einem und demselben Gewinn eine Besteuerung mit 15% Körperschaftssteuer. Damit hätten wir eine steuerliche Mehrbelastung. Das soll eben durch diese Regelung unterbunden werden. Ja, die ausschüttende Körperschaft hat ja den Gewinn schon mit 15% Körperschaftssteuer versteuert. Die
Die Ausschüttung empfangende Körperschaft müsste das nochmals, und wenn sie ihrerseits ausschüttet in der Beteiligungskette, dann müsste dort nochmal 15% Körperschaftsteuer gezahlt werden. Und das wird eben unterbunden, diese steuerliche Mehrfachbelastung bei mehrstufigen Beteiligungsketten durch die Steuerfreistellung. Und parallel dazu ist eben auch der Veräußerungsgewinn freigestellt. Das ist Paragraph 8b Absatz 2. Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft und so weiter außer Betracht, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des 20.1 Nummer 1 und so weiter gehören. Das heißt also auch der Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung der einen Körperschaft an der anderen Körperschaft sind zu 95% im Ergebnis steuerfrei. Und da ist eben der Gedanke, dieser Veräußerungsgewinn ist ja letztendlich eine Totalausschüttung des Gewinns. Ja, und insofern ist es konsequent, dass man nicht nur eben den laufenden Gewinn, also die gewissermaßen partielle Ausschüttung, als mit 95% steuerfrei stellt, sondern eben auch dann den Veräußerungsgewinn, der sozusagen eine Totalausschüttung am Ende der Beteiligung darstellt. Das gilt nicht für Streubesitzdividenden, Paragraph 8b Absatz 4. Das hat der Gesetzgeber nachträglich eingeführt. Ich werde an anderer Stelle noch etwas dazu sagen, wie es zu dieser Ausnahme von sogenannten Streubesitzdividenden gekommen ist. Das heißt also, wenn die Beteiligung weniger als 10% beträgt, dann gilt diese 95-prozentige Steuerfreistellung nicht, sondern dann müssen die Dividenden in voller Höhe besteuert werden. Ja, da werde ich also an späterer Stelle noch etwas dazu sagen, wie sich diese Regelung erklärt. Wenn eine Körperschaft ihrerseits Spenden oder Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Organisationen leistet, dann kann das auch als Betriebsausgaben abgezogen werden, § 9 Absatz 1 Nummer 2, nicht als Sonderausgaben. Wir haben ja sozusagen keine persönliche Sphäre bei den Körperschaften. Sonderausgaben, das ist ja etwas, was mit dem subjektiven Nettoprinzip, das heißt existenzsichernden Aufwendungen zusammenhängt. Das haben wir bei den Körperschaften in dem Sinne nicht. Aber diese Spenden und Mitgliedsbeiträge werden dann auch wieder innerhalb bestimmter Grenzen, wie Betriebsausgaben behandelt können, also abgezogen werden. Und es gibt dann verschiedene nicht abziehbare Aufwendungen nach Paragraph 10 KStG. Etwa die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern, die Umsatzsteuer und so weiter. Und natürlich auch im Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen. Das sind dann Aufwendungen, die nicht im Rahmen der Körperschaftssteuer abgezogen werden können. Ja, Steuersatz hatte ich schon mehrfach erwähnt. Für Körperschaftssteuersubjekte ist nur 15%, also deutlich niedriger als im Einkommensteuerrecht. Also insofern eine auf den ersten Blick deutlich unterschiedliche Besteuerung von Personenunternehmen auf der einen Seite und Kapitalgesellschaften auf der anderen Seite. Aber das Ganze relativiert sich dadurch, dass wir bei den Körperschaften aufgrund des Trennungsprinzips ja eine erneute Besteuerung bei den Anteilseignern haben. Und darüber hinaus haben wir bei den Körperschaften keine Anrechnungsmöglichkeit hinsichtlich der Gewerbesteuer, sondern die Gewerbesteuer kommt in voller Höhe nochmal dazu. Dadurch mildert sich also die steuerliche Ungleichbehandlung, aber es bleibt eine steuerliche Ungleichbehandlung, die aber nach der Rechtsprechung und auch meiner Ansicht nach durch eben die auch zivilrechtlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Gesellschaftsformen oder Unternehmensformen durchaus gerechtfertigt ist. Wie die Einkommensteuer ist die Körperschaftsteuer eine Jahressteuer. Veranlagungszeitraum ist immer das Kalenderjahr. Gewinnermittlungszeitraum gegebenenfalls das Wirtschaftsjahr. Wobei aber die Harmonisierung dann mit dem Kalenderjahr in der Weise erfolgt, dass der Gewinn als in dem Jahr entstanden gilt, in dem das betreffende Wirtschaftsjahr endet. Diesem Kalenderjahr wird das also zugeordnet, sodass also wir auch in den Fällen eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres als Veranlagungszeitraum immer noch das Kalenderjahr haben. Die Körperschaftsteuer entsteht nach Paragraph 30 KStG für die veranlagte Steuer mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, das heißt mit Ablauf des Kalenderjahres, beziehungsweise bei Steuerabzugsbeträgen Vorauszahlungen schon früher, aber eben mit Ablauf des Kalenderjahres spätestens entsteht die Körperschaftsteuer und auch bei der Körperschaftsteuer muss eine Erklärung erfolgen, eben die Körperschaftsteuererklärung, wofür es auch ein besonderes Formular, elektronisches Formular, gibt. Und im Grundsatz muss
Die Körperschaft, im Grundsatz haben wir ja jedenfalls bei den inländischen Kapitalgesellschaften eine Gewinnermittlung, eine bilanzielle Gewinnermittlung auf der Grundlage der handelsrechtlichen GOB. Das heißt also, es muss eine Bilanz eingereicht werden und das muss grundsätzlich eine E-Bilanz, also eine elektronische Bilanz sein. Nur ausnahmsweise zur Vermeidung unbilliger Härten kann die Steuererklärung, kann die Bilanz in Papierform eingereicht werden. Im Grundsatz muss das aber bei Körperschaften alles in elektronischer Form durch Datenübertragung geschehen. Ja, das also zur Besteuerung auf der Ebene der Gesellschaft, der Körperschaft. Wir wollen uns jetzt noch anschauen, die Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter, der Anteilseigner. Und hier ist Ausgangspunkt das Trennungsprinzip. Ja, also ein ganz wichtiger Unterschied zu den Personengesellschaften, wo wir das Transparenzprinzip haben. Bei den Personengesellschaften wird der Gewinn anteilig unmittelbar den Gesellschaftern zugerechnet, ohne dass es auf eine Ausschüttung oder Nichtausschüttung ankommt. Bei den Körperschaften dagegen Trennungsprinzip. Das heißt also, zunächst einmal erfolgt nur eine Besteuerung mit 15% Körperschaftssteuer bei der Körperschaft, auf der Ebene der Körperschaft. Und wenn diese nicht ausschüttet, passiert bei den Anteilseignern steuerrechtlich zunächst einmal gar nichts. Nur und erst dann, wenn eine Ausschüttung erfolgt, findet auch eine Besteuerung bei den Anteilseignern statt. Aber eben nach den besonderen Regeln über die Dividendenbesteuerung. Das ist also ein im Vergleich zum allgemeinen Steuerregime privilegiertes Steuerregime, die Sonderregeln über die Dividendenbesteuerung. Zunächst einmal im Ausgangspunkt führen Gewinnausschüttungen von Körperschaften, von Kapitalgesellschaften insbesondere zur Erfüllung des Tatbestands des 20 Absatz 1 Nummer 1. Ja, dann haben wir also zunächst einmal im ersten Schritt Einkünfte aus Kapitalvermögen in Form von Dividendeneinkünften. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören die Gewinnanteile, Dividenden aus Aktien und auch aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, um die beiden wichtigsten Rechtsformen hier zu nennen. Dann ist also im Ausgangspunkt dieser Tatbestand der Dividendenbezüge im Sinne des 20.1 Nummer 1 erfüllt. Und damit haben wir eigentlich Einkünfte aus Kapitalvermögen. Dabei bleibt es aber nur, wenn die Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird, einer natürlichen Person natürlich, wenn dagegen die Beteiligung im Betriebsvermögen einer natürlichen Person oder im Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft gehalten wird, dann haben wir 20 Absatz 8, die Subsidiaritätsklausel. Dann haben wir also doch Einkünfte anderer Art, aber auch ein besonderes Besteuerungsregime, nämlich in Gestalt, wenn wir eine natürliche Person haben, des Teileinkünfteverfahrens. 40% der Dividenden werden steuerfrei gestellt. Oder wie wir gerade eben gesehen haben, wenn die Beteiligung im Vermögen einer anderen Körperschaft, einer anderen Kapitalgesellschaft zum Beispiel gehalten werden, dann 95% steuerfrei. Ja, und mit diesem besonderen Besteuerungsregime bei Dividenden wird eben der Vorbelastung auf der Ebene der Körperschaft Rechnung getragen. Das ist also die gemeinsame Zielsetzung all dieser drei besonderen Besteuerungsregime. Wir haben auf der Ebene der Körperschaft schon bezüglich ein und desselben Gewinns die Belastung mit 15% Körperschaftssteuer. Und wenn dieser schon besteuerte Gewinn ausgeschüttet wird, haben wir eine nochmalige Besteuerung auf der Ebene der Anteilseigner. Und wenn diese in voller Höhe eingreifen würde, das heißt also mit den vollen 45% auf die gesamten Bezüge, dann hätten wir eine echte steuerliche Doppelbelastung. Und das soll eben vermieden werden, indem man ein besonderes Besteuerungsregime, eine privilegierte Dividendenbesteuerung eingerichtet hat. Und das hängt eben davon ab, ob die Beteiligung im Privat- oder im Betriebsvermögen gehalten wird und dann auch von der Rechtsform des Anteilseigners. Wenn der Anteilseigner eine andere Körperschaft, ein anderes Körperschaftssteuersubjekt ist, dann sind wir bei 8b, ja, wie wir gerade eben gesehen haben, 95% steuerfrei, um eben zu vermeiden, dass wir auf jeder Ebene bei einer mehrstufigen Beteiligungskette eine Belastung desselben Gewinns mit 15% Körperschaftssteuer haben. Oder wenn wir eine natürliche Person haben, wenn die ihre Beteiligung im Privatvermögen hält, dann sind wir bei 20 Absatz 1 Nummer 1. Dann sind wir also bei welcher besonderen, welchem besonderen Steuertarif? 20 1 Nummer 1, Einkünfte aus Kapitalvermögen. Genau, nur die Abgeltungssteuer 25%, also auch deutlich weniger, jedenfalls im Regelfall, als der persönliche Steuersatz von bis zu 45%. Und schließlich, wenn die Beteiligung im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten wird,
Dann sind wir beim Teileinkünfteverfahren. 40% dieser Dividendenbezüge werden steuerfrei gestellt. Ja, und auf diese Weise wird eben pauschalierend berücksichtigt die Vorbelastung auf der Ebene der ausschüttenden Körperschaft, mit der Körperschaft. Ja, die erste Konstellation, die Anteile werden im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten. Dann haben wir zunächst einmal erfüllt den Dividendentatbestand des 20.1 Nummer 1, aber Subsidiaritätsklausel 20.8. Wir kommen im Ergebnis dann doch zu Einkünften anderer Art. Wenn der betreffende Betrieb ein gewerblicher ist, dann hätten wir eben Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und das bedeutet, es greift dann im Ergebnis doch nicht die Abgeltungssteuer ein, aber eben das Teileinkünfteverfahren, Paragraph 3 Nummer 40, ESCG 40% dieser Dividendenbezüge werden steuerfrei gestellt. 40% und dann Buchstabe D. Der Bezüge im Sinne des 20.1 Nummer 1, also der Dividendenbezüge, werden steuerfrei gestellt. Und in der Weise wird die steuerliche Vorbelastung des betreffenden Gewinns auf der Ebene der Körperschaft mit 15% Körperschaftssteuer gewissermaßen pauschalierend berücksichtigt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass nach 3c ESTG dementsprechend auch nur 60% der in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Aufwendungen steuerlich abzugsfähig sind. Das heißt also, es gilt hier nicht die Regelung des Paragraphen 20 Absatz 9, der Sparerpauschbetrag, sondern es können durchaus die tatsächlichen Aufwendungen als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, aber wegen der Regelung des 3c Absatz 2 eben nur zu 60%, weil ja auch nur 40% der Bezüge der Besteuerung unterliegen. Das ist also sozusagen die Kehrseite der Medaille, Paragraph 3c Absatz 2, Betriebsvermögensminderung, Betriebsausgaben und so weiter. Die mit den in Paragraph 3 Nummer 40 zugrunde liegenden Betriebsvermögensmehrungen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum und so weiter sie anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zu 60% abgezogen werden. Ja, wenn die Beteiligung im Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft gehalten wird, wenn also der Anteilseigner eine andere Kapitalgesellschaft ist, dann haben wir den Paragraphen 8b, den wir gerade eben schon gesehen haben. Da bleiben also 95% der Dividendenbezüge außer Ansatz, werden also zu 95% steuerfrei gestellt, um eben, wie gesagt, eine Mehrfachbelastung mit der 15-prozentigen Körperschaftssteuer ein und desselben Gewinns zu verhindern. Wenn wir eine Personengesellschaft als Anteilseigner haben, zivilrechtlich kann ja auch eine Personengesellschaft als solche Gesellschafterin einer Kapitalgesellschaft sein, gilt das Transparenzprinzip. Das heißt, wir schauen dann gewissermaßen hinter die Kulisse, hinter die Gesellschaft und schauen auf die Gesellschafter, die Mitunternehmer. Dann kommt es eben darauf an, ob der Gesellschafter eine natürliche Person ist oder aber eine Körperschaft. Wenn der Gesellschafter eine Körperschaft ist, dann wird sein Anteil an den Dividenden, ja, der ihm zugerechnet wird, nach § 8b Absatz 1 und 5 zu 95% steuerfrei gestellt. Wenn dagegen der Gesellschafter eine natürliche Person ist, gilt das Teileinkünfteverfahren. Ja, das heißt, da haben wir keine Besonderheiten, nur eben das Transparenzprinzip. Man schaut also auf die Gesellschafter, aus denen die Personengesellschaft besteht. Und entscheidend ist dann eben für das jeweilige Besteuerungsregime die Rechtsform der Gesellschafter, der Mitunternehmerschaft. Nur dann, wenn die Anteile im Privatvermögen einer natürlichen Person gehalten werden, bleibt es bei den Einkünften das Kapitalvermögen. Und damit sind wir dann eben beim Abgeltungssteuersatz 32d und 43 Absatz 5, 25% mit der Kehrseite mit dem Pferdefuß sozusagen, dass dann eben nicht die tatsächlichen Aufwendungen, sondern oder tatsächlichen Werbungskosten, sondern nur der Sparerpauschbetrag von seit VZ 2023 1.000 Euro geltend gemacht werden kann. Aber wir haben eben den 25-prozentigen Steuersatz anstelle des persönlichen Steuersatzes von bis zu 45%, insoweit also auch eine steuerliche Besserstellung mit Rücksicht eben auf die Vorbelastung des Gewinns auf der Ebene der Körperschaft, der ausschüttenden Körperschaft mit der Körperschaftssteuer. Ja, das ist also das Sonderregime der Dividendenbesteuerung aus den genannten Gründen, weil wir eben die Vorbelastung auf der Ebene der Körperschaft haben.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht findet, oder was die Steuererhebung anbelangt, findet in allen Fällen, egal ob wir auf der Ebene der Anteilseigner die Abgeltungssteuer haben oder Teileinkünfteverfahren oder Freistellung nach 8b, es findet immer ein Kapitalertragssteuerabzug statt, ja, von 25% bei der ausschüttenden Körperschaft. Ja, das ergibt sich also aus 43 Absatz 1. Satz 1 Nummer 1. Das gilt also für sämtliche Fälle, in denen wir Dividendenbezüge im Sinne des 20.1 Nummer 1 haben. Da haben wir also das Kapitalertragssteuerabzugsverfahren. Paragraph 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. Bei den folgenden inländischen und in bestimmten Fällen ausländischen Kapitalerträgen wird die Einkommensteuer und über den 8, nee, das müsste dann über 31 KStG sein, über 31 gilt es auch für die Körperschaftssteuer, durch Abzug vom Kapitalertragssteuer erhoben und unter anderem eben in den Fällen, in denen wir Kapitalerträge im Sinne des 20.1 Nummer 1 haben. Ja, das heißt, in allen Fällen, in denen der Tatbestand des 20.1 Nummer 1 erfüllt wird, egal ob wir im Ergebnis über die Subsidiaritätsklausel in Paragraph 20 bleiben oder nicht. Ja, in allen Fällen, in denen der Tatbestand des 20.1 Nummer 1 erfüllt wird, haben wir Kapitalertragssteuerabzug. Das heißt, die ausschüttende Kapitalgesellschaft nimmt den 25-prozentigen Steuerabzug an der Quelle vor und führt den Betrag an das Finanzamt ab. Ja, und bei natürlichen Personen, die die Beteiligung im Privatvermögen halten, ist damit Paragraph 43 Absatz 5 die Einkommensteuer abgegolten. 43 Absatz 5, deswegen spricht man von Abgeltungssteuer. Für Kapitalerträge im Sinne des 20, soweit sie der Kapitalertragssteuer unterlegen haben, ist die Einkommensteuer mit dem Steuerabzug abgegolten. Ja, sogenannte Abgeltungssteuer. Aber wie gesagt, das gilt nur in jenen Fällen, in denen nicht die Subsidiaritätsklausel eingreift, des 20a. Also nur bei natürlichen Personen als Anteilseigner, die die Beteiligung im Privatvermögen halten, da hat die Abgeltungssteuer, dieser Kapitalertragssteuerabzug, abgeltende Wirkung. Anders dagegen bei denjenigen Steuerpflichtigen, denjenigen Anteilseignern, die die Beteiligung im Betriebsvermögen halten oder die selbst auch Körperschaften sind. Da haben wir diese Abgeltungswirkung nicht, sondern es findet dann gegebenenfalls eine Erstattung der zu viel gezahlten Kapitalertragssteuer statt. Das muss also dann beantragt werden, die Kapitalertragssteuererstattung. Beziehungsweise es findet dann eine Anrechnung auf die zu zahlende Einkommen- oder Körperschaftssteuer statt. Paragraph 36 Absatz 2 Nummer 2 ESCG. Und über den 31 gilt das auch für die Körperschaftssteuersubjekte, also eine Anrechnung der abgezogenen Kapitalertragssteuer und dann gegebenenfalls Erstattung. Ja, soweit also zu viel abgezogen worden ist. Paragraph 36 Absatz 2 Nummer 2. Auf die Einkommensteuer und über 31 KStG auch Körperschaftssteuer. Da sind anzurechnen die durch Steuerabzug erhobene Einkommen- und Körperschaftssteuer, soweit sie entfällt, auf und so weiter. Insbesondere dann der Buchstabe B, Paragraph 3 Nummer 40, also soweit das Teileinkünfteverfahren gilt, oder 8b, soweit also dieses Schachtelprivileg, sogenanntes Schachtelprivileg, eingreift. Da findet also die Anrechnung statt und gegebenenfalls, soweit also auch nach der Anrechnung zu viel Körperschaft oder Einkommensteuer gezahlt worden ist, muss das erstattet werden, hat man also einen Steuererstattungsanspruch. Ja? Im Anwendungsbereich der Abgeltungssteuer dagegen abgeltende Wirkung. Ja, eine Sonderproblematik, das will ich hier aber nur ganz kurz halten, ist die Konstellation, dass der Anteilseigner einer inländischen Kapitalgesellschaft im Ausland ansässig ist. Und da kommt es auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines Doppelbesteuerungsabkommens an. Darüber hinaus kommt es darauf an, ob die Anteilseignerin im EU-Ausland sitzt oder nicht, also im Geltungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie. Und für den Geltungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie kommt es auf den Umfang der Beteiligung an. In vielen Doppelbesteuerungsabkommen ist nur eine Quellenbesteuerung, eine begrenzte Quellenbesteuerung vorgesehen, je nach Doppelbesteuerungsabkommen mal 10, mal 15% und auch abhängig von der Höhe der Beteiligung. Also es kann sich aus einem Doppelbesteuerungsabkommen eine Beschränkung der Dividendenbesteuerung ergeben. Ja, also auch hier findet zunächst einmal
im Grundsatz der 25-prozentige Kapitalertragssteuerabzug statt an der Quelle. Aber möglicherweise nach einem DBA dürfen tatsächlich nur 15% Steuer oder besteht ein Anspruch des Inlandes Deutschlands also nur auf 15% Steuer auf diese Dividenden. Dann muss eben der Restbetrag gegebenenfalls erstattet werden. Das also im OECD-Musterabkommen die vorgesehene Regelung. Dividenden, die von einer in einem Vertragsstaat Deutschland ansässigen Gesellschaft gezahlt werden, können jedoch auch von diesem Vertragsstaat, also dem Ansässigkeitsstaat der ausschüttenden Gesellschaft, nach dann in diesem Fall deutschem Recht besteuert werden, aber eben nur 5% des Bruttobetrages, wenn wir eine Beteiligung von mindestens 25% haben und im Übrigen, das heißt bei einer niedrigeren Beteiligung 15%. Ja, auf diese Beträge ist also der Steuerabzug nach dem DBA beschränkt. Das ist also in vielen DBA so vorgesehen. Und das bedeutet, es findet zunächst einmal der 25-prozentige Abzug statt. Das heißt also, es muss dann der überschießende Betrag erstattet werden. Da gibt es ein spezielles Erstattungsverfahren, eine spezielle Erstattungsvorschrift. Und im Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie, das heißt, wir haben eine Muttergesellschaft, die im EU-Ausland ansässig ist, die ist in einer inländischen Tochtergesellschaft mit mindestens 10% beteiligt. Dann werden die Dividenden im Inland komplett steuerfrei gestellt. Das heißt, dann darf gar kein also Steuerabzug schon, aber es muss dann eben der Betrag erstattet werden. Das sieht also die Mutter-Tochter-Richtlinie vor. Und das hat der deutsche Gesetzgeber mit Paragraph 43b ESTG umgesetzt. Aber wie gesagt, Voraussetzung, mindestens 10%ige Beteiligung. Ja, das heißt also, die Mutter-Tochter-Richtlinie gilt nicht, wenn wir eine sogenannte Streubesitzbeteiligung von weniger als 10% haben. Ja, und das ist dann wichtig für den 8b Absatz 4, dazu komme ich gleich, weshalb man also Streubesitzbeteiligung von dieser 95-prozentigen Steuerfreistellung ausgenommen. Paragraph 43b. Auf Antrag wird die Kapitalertragssteuer, die erst einmal in Höhe von 25% in all diesen Fällen einbehalten wird. Wird die Kapitalertragssteuer für Kapitalerträge im Sinne des 20.1 Nummer 1, die einer Muttergesellschaft, die weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung im Inland hat oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegenen Betriebsstaat und so weiter, nicht erhoben. Ja, und es muss dann eben, wie gesagt, nach 50d das war früher 50d, jetzt ist das 50c, ESTG, der zu viel abgezogene Betrag, in diesem Fall also der gesamte Betrag, erstattet werden. 50c Absatz 3 ist das jetzt. Dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubiger der Kapitalerträge und so weiter wird die einbehalten und abgeführte Steuer erstattet, wenn nicht eine Anrechnung erfolgen kann. Das heißt, wenn es nicht zu einer Veranlagung kommt und im Rahmen der Veranlagung wird dann eine Anrechnung der Kapitalertragssteuer vorgenommen, dann muss eben die Kapitalertragssteuer erstattet werden nach dem 50d Absatz 3. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir eine Steuerfreistellung ganz oder teilweise in einem DBA haben. Ja, das kommt aber eben nur solchen im EU-Ausland ansässigen Gesellschaften zugute, die zumindest 10% beteiligt sind. Wie ist das dagegen bei im EU-Ausland ansässigen Gesellschaften, die zu weniger als 10% beteiligt sind. Da konnte bislang keine Erstattung verlangt werden, weil eben die Gesellschaft nicht in den Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie fiel und es konnte da im Regelfall auch keine Veranlagung erfolgen. Das bedeutet, bei solchen im EU-Ausland ansässigen Gesellschaften, die an einer inländischen Gesellschaft mit weniger als 10% beteiligt waren, kam es zu einer Definitivbelastung ohne Erstattungs-, ohne Anrechnungsmöglichkeit mit der Kapitalertragssteuer. Und das hat der EuGH völlig zu Recht als Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit angesehen, weil darin eben eine Benachteiligung im Vergleich zu inländischen Gesellschaften zu sehen war. Die inländischen Gesellschaften, die werden ja nach § 8b, nach der damaligen Rechtslage, auch dann, wenn wir eine solche Streubesitzbeteiligung haben, zu 95% freigestellt. Ja, deren Dividendenbezüge werden zu 95% freigestellt. So war es jedenfalls zunächst einmal. Aber dann gab es eben diese Entscheidung des EuGH, dass diese Rechtslage unionsrechtswidrig war, eine unionsrechtswidrige Diskriminierung gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoßend von im EU-Ausland ansässigen
Gesellschaften im Vergleich zu inländischen Gesellschaften. Ja, wie gesagt, nach damaliger Rechtslage konnten inländische Gesellschaften auch bei bloßem Streubesitz eben diese 95-prozentige Steuerbefreistellung für Dividendenbezüge in Anspruch nehmen. Und im EU-Ausland ansässige Gesellschaften konnten das nicht und hatten auch keine Möglichkeit der Erstattung oder Anrecht. Das hat der EuGH zu Recht als Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit angesehen. Jetzt hatte der deutsche Gesetzgeber zwei Möglichkeiten. Erstens, auch den EU-ausländischen Gesellschaften, die nur eine Streubesitzbeteiligung haben, eine Erstattung oder Anrechnungsmöglichkeit gewähren. Oder zweitens, eine Diskriminierung inländischer Gesellschaften vorzunehmen, die eben nur eine Streubesitzbeteiligung haben. Und letzteres hat der Gesetzgeber gemacht. Er hat dann eben den 8b Absatz 4 eingeführt und damit eben auch den inländischen Gesellschaften, die bloß eine Streubesitzbeteiligung halten, die 95-prozentige Steuerfreistellung entzogen. Paragraph 8b Absatz 4. Bezüge im Sinne des Absatzes 1 sind abweichend von Absatz 1 Satz 1 doch bei der Ermittlung des Einkommens zu berücksichtigen, wenn die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar weniger als 10% des Grund- oder Stammkapitals betragen und so weiter und so weiter. Ja, also bei Streubesitzbeteiligung Ausschluss von der Steuerbefreiung nach 8b Absatz 1 und 5 von der 95-prozentigen Steuerbefreiung. Damit hat man in der Tat die unionsrechtliche Problematik wohl entschärft, weil man jetzt eine Gleichbehandlung von EU-ausländischen und inländischen Anteilseignern mit bloßem Streubesitz, also weniger als 10% hat. Aber wir haben jetzt eine Ungleichbehandlung für inländische Anteilseigner. Diejenigen, die 10% oder mehr halten, die bekommen 95-prozentige Steuerfreistellung. Diejenigen, die eine Streubesitzbeteiligung bloß haben, also weniger als 10%, nicht. Die werden voll besteuert. Das ist eine Ungleichbehandlung, Frage sachliche Rechtfertigung. Also ich sehe keine. Allein der Umstand der Höhe der Beteiligung, ob ich jetzt 9,9 oder 10,1% habe, das kann meines Erachtens diese Ungleichbehandlung, und das ist eine massive Ungleichbehandlung, ja, also ob man 95% Steuerfreistellung bekommt oder voll versteuern muss, das macht schon einiges aus. Das ist eine massive Ungleichbehandlung. Ich sehe keinen sachlichen Grund. Also wir haben jetzt keine unionsrechtliche, wohl keine unionsrechtliche Problematik mehr, aber wir haben jetzt eine verfassungsrechtliche Problematik. Und ich weiß nicht, ob da schon was beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist. Ich glaube schon. In 10 Jahren wissen wir vielleicht Bescheid, wie das Bundesverfassungsgericht das sieht. Ja, das also zum Hintergrund dieses 8b Absatz 4. Man fragt sich ja, warum? Warum macht der Gesetzgeber das? Das ist die Erklärung. Also der Gesetzgeber meint auf diesem Wege eben, was wohl gelungen ist, die unionsrechtliche Problematik zu beseitigen, aber ist damit eben in eine verfassungsrechtliche Problematik gekommen. Und ich meine, dass das so nicht verfassungskonform ist. Ja, wir hatten schon kennengelernt, kurz im Überblick, den Begriff der verdeckten Gewinnausschüttungen, der verdeckten Einlagen. Ja, also Paragraph 8 KStG regelt zunächst einmal die offenen Gewinnausschüttungen. Paragraph 8 Absatz 3 Satz 1. Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. Also offene Gewinnausschüttungen, ja, die typischen Dividendenzahlungen, die mindern den Gewinn nicht, sondern das ist eben eine Gewinnverwendung. Ja, der Gewinn und damit die Leistungsfähigkeit ist schon zum Ausdruck gekommen durch den erzielten Gewinn der Körperschaft. Und der Gewinn und damit die Leistungsfähigkeit wird nicht dadurch gemindert, dass der Gewinn eben nicht zur Thesaurierung, sondern zur Ausschüttung verwendet wird. Das wirkt sich also auf die Höhe des Einkommens nicht aus. Und dann heißt es weiter, 8 Absatz 3 Satz 2, auch verdeckte Gewinnausschüttungen mindern das Einkommen nicht. Und das sind eben Vorgänge, ja, Vermögensverschiebungen zugunsten der Anteilseigner, die materiell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind. Und das Gleiche gilt dann auch in der umgekehrten Richtung spiegelbildlich für verdeckte Einlagen. Paragraph 8 Absatz 3 Satz 3, verdeckte Einlagen erhöhen das Einkommen nicht. Ja? So wie auch offene Einlagen das Einkommen nicht erhöhen. Ja, die Leistung von Eigenkapital, sowohl die zur Verfügungstellung als auch die Rückzahlung von Eigenkapital, ist jeweils steuerlich neutral. Das sind steuerlich neutrale Vorgänge. Das ist eben der wichtige Unterschied zur Fremdkapitalleistung. Da haben wir eben in Gestalt der Zinszahlungen und Betriebsausgaben. Das heißt, da wird der Gewinn gemindert, das Einkommen gemindert, während die Dividenden auf Eigenkapital eben bloße Gewinnverwendung sind. Und das ist dementsprechend
mindert das Einkommen nicht und führt dann eben auf der Ebene des Anteilseignisses, wie wir gesehen haben, zum Eingreifen der Regeln über die privilegierte Dividendenbesteuerung, wohingegen Zinserträge auf der Ebene des Anteilseignisses ganz normal nach den allgemeinen Regeln versteuert werden müssen, also der persönliche Steuersatz und auch keine Steuerbefreiungen wie etwa 3 Nummer 40. Ja, die entscheidende Frage ist also, ist eine solche Vermögensverschiebung das Ergebnis der Betätigung auf einem externen Markt oder ist das durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst und in dem Sinne ein rein gesellschaftsinterner Vorgang? Im letzteren Fall haben wir eben eine offene Gewinnausschüttung, eine verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Einlage. Und die wird genauso wie eine offene behandelt. Das heißt also, eine verdeckte Gewinnausschüttung mindert das Einkommen nicht, eine verdeckte Einlage erhöht das Einkommen nicht. Gewinnausschüttungen sind ganz allgemein durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen. Und wir hatten eben schon den Begriff der offenen Gewinnausschüttung kennengelernt. Da haben wir es mit einer Vermögensverschiebung zugunsten des Anteilseigners zu tun, die durch das Gesellschaftsverhältnis formell veranlasst ist. Das heißt also, mit einer solchen offenen Gewinnausschüttung wird der Anspruch auf den Anteil am Bilanzgewinn erfüllt, den jeder Gesellschafter hat, das zentrale Vermögensrecht eines Gesellschafters, einer Kapitalgesellschaft. Und zugrunde liegt ein Gewinnverwendungsbeschluss der betreffenden Körperschaft des zuständigen Organs. Ja, das ist immer Voraussetzung für eine solche Gewinnausschüttung. Es muss ein entsprechender Gewinnverwendungsbeschluss gefasst worden sein. Und in dem Sinne haben wir in den Fällen einer offenen Gewinnausschüttung eine formelle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis. Und da gilt eben Paragraph 8 Absatz 3 Satz 1. Durch eine solche Gewinnausschüttung als reine Gewinnverwendung mindert sich das versteuernde Einkommen nicht, weil sich eben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auch nicht mindert. Der umgekehrte Vorgang ist die Einlage, das heißt eine Vermögenszuführung aus dem Bereich der Anteilseigner in den Bereich der Gesellschaft. Das heißt, auch hier haben wir eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis und auch hier haben wir die offene Einlage. Das ist eine Vermögenszuführung, man sagt, auf statutarischer Grundlage, das heißt auf Grundlage der Satzung, des Status, lateinisch. Deswegen also auf statutarischer Grundlage und in dem Sinne formell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Die Satzung sieht vor, welcher Gesellschafter welche Einlage zu leisten hat, bei der Aktiengesellschaft, bei der GmbH. Und insofern mit dieser Einlageleistung erfüllt der Gesellschafter seine Einlagepflicht und mit den Einlagen wird das Grund- bzw. Stammkapital aufgebracht. Das heißt also der zur Deckung des Grund- bzw. Stammkapitals erforderliche Betrag. Und wir haben dann eine formelle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis. Das ist eine Einlage und da gilt die allgemeine Vorschrift des Paragraphen 4 Absatz 1 über die Verweisung in 8 Absatz 1 Satz 1. Solche offenen Einlageleistungen erhöhen den Gewinn, erhöhen also das Einkommen der Gesellschaft nicht, ja, weil sie eben nicht das Ergebnis der Betätigung auf einem externen Markt sind, sondern durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Wir haben im Steuerrecht eine wirtschaftliche Betrachtung, das heißt also, es werden nicht nur offene Gewinnausschüttungen, nicht nur offene Einlagen als Eigenkapital behandelt auf beiden Ebenen, sondern das gilt eben auch für verdeckte Gewinnausschüttungen, verdeckte Einlagen. Und vor allen Dingen ist der Begriff der verdeckten Gewinnausschüttung sehr wichtig. Das ist also etwas, was in der Praxis große Bedeutung hat. Unter einer verdeckten Gewinnausschüttung versteht der BFH, das ist also die Formel, die der BFH in zwischenständige Rechtsprechung verwendet, eine sich auf die Höhe des Unterschiedsbetrags im Sinne des 4 Absatz 1 Satz 1 auswirkende Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung. Das heißt also, wir haben dann zunächst einmal ja, eine Vermögensminderung, die handelsbilanzrechtlich auch als Aufwand erfasst wird auf der Ebene der Gesellschaft und das wirkt sich dann auf die Höhe des Unterschiedsbetrags, des Differenzbetrages aus, die nicht auf einem förmlichen Gewinnverteilungsbeschluss beruht und in keinem Zusammenhang mit einer offenen Ausschüttung steht. Ja, also verdeckte Gewinnausschüttung immer subsidiär zur offenen, aber eben materiell in dem Sinne durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, dass ein gesellschaftsfremder Dritter eine solche Zuwendung nicht erhalten hätte. Also es muss ein Fremdvergleich durchgeführt werden. Und wenn sich aus diesem Fremdvergleich ergibt, die Gesellschaft hätte einem gesellschaftsfremden Dritten eine solche Zuwendung nicht gemacht, dann kann man sagen, dass eben die Zuwendung an den Gesellschafter durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und dementsprechend bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Gewinnausschüttung darstellt und auch so behandelt wird. Das heißt also,
Paragraph 8 Absatz 3 Satz 2 darf den Gewinn nicht mindern, darf das Einkommen nicht mindern. Und auf der Ebene des Gesellschafters wird eine solche verdeckte Gewinnausschüttung dann ebenfalls wie ein Dividendenbezug behandelt. Das heißt, das fällt unter 20 Absatz 1 Satz 2 und unterliegt dementsprechend den Sonderregeln über die Dividendenbesteuerung, obwohl es keine offene Dividende ist. Das also die Definition, die Formel des Bundesfinanzhofs zur verdeckten Gewinnausschüttung. Im Mittelpunkt steht hier eben der Fremdvergleich. Aus dem Fremdvergleich ergibt sich eben, ob wir eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis haben oder nicht. Eine solche Zuwendung kann nicht nur an einen Gesellschafter im formellen Sinne, sondern auch an eine ihm nahestehende Person erfolgen. Das würde also auch unter Umständen ausreichen für eine verdeckte Gewinnausschüttung, weil man dann eben sagt, dass letztendlich die Verbundenheit dieser Person mit dem Gesellschafter ausschlaggebend war für diese Zuwendung. Also einer Person, die nichts mit einem Gesellschafter zu tun hat, hätte man eine solche Zuwendung nicht gemacht. Das heißt also auch Leistungen, die an eine nahestehende Person des Gesellschafters fließen, das kann also ein Familienangehöriger sein, kann aber auch eine Person sein, die gesellschaftsrechtlich oder vertraglich verbunden ist. Auch eine solche Leistung kann unter Umständen eine verdeckte Gewinnausschüttung sein. In subjektiver Hinsicht hat der BFH in dieser neueren Entscheidung betont, brauchen wir einen Zuwendungswillen. Das heißt, es muss tatsächlich der Wille bei dem betreffenden Geschäftsleiter der Gesellschaft feststellbar sein, diese Zuwendung an den Gesellschafter zu machen. Im Fall des BFH handelt es sich um eine versehentliche Leistung an den Gesellschafter. Und da hat der BFH ausnahmsweise einmal gesagt, obwohl der Gesellschafter diesen Vorteil erhalten hat, es war dann doch keine verdeckte Gewinnausschüttung. Das sind aber eher Ausnahmefälle, in denen der Zuwendungswille mal fehlt. Hier war eben versehentlich an den Gesellschafter geleistet worden. Ja, was sind Beispiele für solche verdeckte Gewinnausschüttungen? Der wichtigste Fall sind Austauschverträge. Das heißt, wir haben formell das Ganze eingekleidet in einen Austauschvertrag, zivilrechtlichen Austauschvertrag, aber es wird eben dem Gesellschafter eine unangemessen hohe Gegenleistung gewährt, wie ich das bei dem Beispiel mit der Maschine schon dargelegt habe. Es wird also dem Gesellschafter eine Maschine abgekauft, die nur 5.000 Euro wert ist, aber die Gesellschaft zahlt dem Gesellschafter 10.000 Euro. Dann haben wir nur in Höhe des Differenzbetrages, ja, nur in Höhe des Differenzbetrages, nicht in Höhe des gesamten Betrages, haben wir eine verdeckte Gewinnausschüttung. Das heißt also, insoweit ist der Betriebsausgabenabzug rückgängig zu machen, indem man eben außerbilanziell die Hinzurechnung dieses Betrages vornimmt. Oder auch Fälle der Liebhaberei. Die GmbH unterhält ein Pferdegestüt mit Verlusten und tatsächlich dient das Ganze dazu, dass die Gesellschafter in ihrer Freizeit ein bisschen herumreiten dürfen. Auch solche Aufwendungen würden dann als verdeckte Gewinnausschüttungen hinzugerechnet. Wir haben ja bei den jedenfalls inländischen Kapitalgesellschaften keine Privatsphäre, das heißt keine Liebhaberei im eigentlichen Sinne. Aber solche Fälle, die bei natürlichen Personen Liebhaberei wären, werden bei den Gesellschaftern dann eben bei den Kapitalgesellschaften über die verdeckte Gewinnausschüttung erfasst oder auch Aufwendungen einer Organgesellschaft aufgrund der Haftung nach 73 Abgabenordnung, die haftet also subsidiär für die Steuerschuld, die eigentlich ja bei der Organträgerin liegt, oder auch überhöhte Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens. All das wären Fälle einer solchen verdeckten Gewinnausschüttung und in all diesen Fällen erfolgt dann eben nach 8 Absatz 3 Satz 2 eine außerbilanzielle Hinzurechnung, aber eben nur des überschießenden Betrages, ja, nur desjenigen Betrages, der über das Fremdübliche hinausgeht. Ja, bis dahin für heute. In der nächsten Woche unsere letzte Stunde, da machen wir das nochmal zu Ende und ich schicke Ihnen nochmal bezüglich dieser ja, Ergänzung zum Bilanzrecht eine E-Mail. Da gebe ich Ihnen nochmal Bescheid. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Woche hier wieder. Alles Gute.